Ich lese, dass die Familie Schaeffler Conti kauft. Wir sind die Einzigen, oder ich gehöre zu den wenigen, die dann sagen, kann das sein, dass Frau Schaeffler mit ihrem Sohn 10 Milliarden erarbeitet hat? Und ich komme zum Ergebnis, nein, das kann nicht sein. Also stelle ich hier die Verteilungsfrage. Da muss man aber nicht dieser Meinung sein. Nur ich bin der Meinung tatsächlich, dass Frau Schaeffler nicht kennt diese Dame und den Sohn kenne ich gar nicht. Frau Schaeffler kenne ich, dass sie nicht 10 Milliarden erarbeitet hat und dass wir hier eine Wirtschaftsordnung haben, die wir hinterfragen müssen. Und werden Sie sagen, wenn wir dann einmal durchkommen mit der Bemerkung, dass die Arbeitnehmer in größerem Umfang am Betriebsvermögen beteiligt werden, dann ist das, führt das zum Niedergang Deutschlands. Da haben wir eben eine andere Meinung. Ich glaube, dass eben auch in der Arbeitnehmerschaft sehr viele Talente sind und sehr viel Kenntnis ist und dass eben nicht nur das Wissen sich bei der Frau Schaeffler und ihrem Sohn ballt. Ist ja wieder Ideologie pur, weil Sie picken sich jetzt zwei Leute raus, kann jeder nachvollziehen, die haben 10 Milliarden, um Conti zu kaufen, widersprechen sich aber, weil Sie sagen, die Heuschrecken wollen wir eigentlich auch nicht, die hätten nämlich dann statt Frau Schaeffler Conti gekauft. Also finde ich wieder ein klarer Widerspruch und dass eine Familie Schaeffler so ein Vermögen über Generationen irgendwo aufgebaut hat, Arbeitsplätze in Deutschland sichert, ist ja egal, die zwei Schaefflers dürfen keine 10 Milliarden haben, ist natürlich eine super Headline. Also da bin ich, Herr Schweinsberg, doch beim Populisten. Nein, das ist eben, ich bin ganz, Sie haben gesagt, dass die Familie Schaeffler über Generationen sich Vermögen aufgebaut hat. Da will ich mal die Firmengeschichte jetzt gar nicht bemühen. Ich bin der Meinung, dass die Familie Schaeffler sich über Generationen nicht ein Vermögen aufgebaut hat, wenn ich an das Vermögen denke, das sie jetzt verfügt. Sondern ich biss es dann zu, weil das Vermögen, das die Arbeitnehmer aufgebaut haben, der Familie Schaeffler allein zugute kam, handelt sich hier eigentlich um ein grundgesetzwidriges Vorgehen, weil das Grundgesetz Enteignung verbietet. Und das ist der Streit, den wir haben. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass die zigtausende Arbeitnehmer der Familie Schaeffler dieses Vermögen mitgeschaffen haben. Das können Sie anders sehen. Ich bin dieser Auffassung. Und was wäre denn Ihr Vorschlag, dass man die jetzt enteignet oder was? Und 5 Milliarden? Nein, die Enteignung möchte ich ja rückgängig machen. Sie haben mich falsch verstanden. Ja, nein, also eine Enteignungsumkehrung. Nein, dass man die Enteignung rückgängig macht. Ja, wie soll das konkret gehen? Ja, wir haben einen Ansatz gemacht, damit es jeder leicht versteht. Wir haben gesagt, die erste Halle, die der Unternehmer bezahlt und finanziert, gehört ihm. Die zweite Halle, die aus der Produktion finanziert wird, sollte etwa zur Hälfte der Belegschaft übertragen werden. Gut, aber das sind ja dann so diese frühjugoslawischen Experimente. Nein, das wäre ja immer noch eine Mehrheit. Der bei den Unternehmern, oder wenn Sie mal, das hat zum Beispiel der Augstein gemacht in einem Unternehmen. Das läuft auch super da. Ja, das Unternehmen läuft auf jeden Fall so gut wie Kapital. Also da, ich glaube, die Erträge sind noch weitaus höher, ja, wenn ich das richtig sehe. Also ich meine, man sollte da ein bisschen die eigenen Vorurteile mal aufbrechen. Das ist doch die Frage, wem gehört, aus welchen Gründen, welches Vermögen? Kann man doch mal ernsthaft diskutieren. Man muss doch nicht immer der Meinung sein, dass das, was jetzt immer so war, über Jahrzehnte, dass das richtig war. Ich bleibe dabei, damit Sie auch einen bleibenden Eindruck haben. Es ist nicht möglich, dass eine gepflegte Dame mit ihrem Sohn 10 Milliarden erarbeiten. Das ist eine völlig, wenn man so will, unlogische Verteilung und aus meiner Sicht grundgesetzwidrig.